Liebe Aliens, liebe Nachtigallen. Wer, no. ja, Wow. ey, komm, jetzt geh mir nicht auf den Sack, ja? Wer Podcast präsentiert von Giro TV? Giro, wie ich rausgecancelt werde. So, so von instant. Nein, wer Podcast präsentiert von Kachiro TV? Präsentiert eigentlich von, musst du so GTV sein. Ja, eigentlich stimmt, eigentlich musst du nur GTV sein, aber das ist wahrscheinlich auf irgendeine asiatische Sprache wieder eine Beleidigung. Ganz oder so. Böse, ja, ganz böse Geschichte. ja. Freunde, wie immer habt ihr am Anfang gehört, was aktuell vorgeht. Deswegen gleich rein ins Thema. Ich habe gehört, du hast was mitgebracht für uns. Ja, ich packe meinen Koffer. Okay, ich nehme mit 10 Dosen Energy Drinks. Vielleicht ist das jetzt nicht ein ganz so spektakuläres Thema, aber ich fand es mal irgendwie lustig, mal anzusprechen. Wir haben uns ja so privat auch viel über Marvel und so den ganzen Filmen und so unterhalten. Und da dachte ich mir so, das wäre vielleicht ein Thema, das könnte man mal anbringen. Was wärst du lieber, ein Held oder ein Schurke? Und was hättest du für Kräfte und hättest einen diabolischen Plan? Boah, das ist, ey, fang du mal an, da muss ich ja kurz drüber nachdenken, sonst ist es, das ist so, das so ist fünf ein bisschen, Minuten, fünf what? Minuten Ruhe, so. Ja, also, oh. Ich muss sagen, ich habe mir die Frage öfter schon mal gestellt, so, weil, wenn man so eine Filme mal halt sieht. Ja, du bist ja auch psychisch, leicht, ist auch egal. Alles, was ich sagen wollte, kam nicht aus meinem Mund raus, deswegen mach weiter. Der Punkt ist so, es ist immer schnell gesagt, so, ja, der Held ist cool oder was weiß ich. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich, ist das eine sehr, sehr schwere Frage. Weil es heißt ja nicht auch nicht gleich, wenn man jetzt Schoko wählen würde, dass du gleich irgendwie Massen vernichten musst. Man sieht ja zum Beispiel Darth Vader oder so. Der hat ja im Prinzip nur eine Tyrannei entstehen lassen. Ist ja, jetzt nicht stimmt, gut, aber. Das stimmt soweit nicht. Das Problem ist nur, Imperium. Das Problem ist, auf welchen Film du eingehst, ja, beziehungsweise auf welche Universen, welche Teile des Universums du eingehst, so ist er richtig. Aber ja, ich weiß, was du meinst, wobei natürlich die Tyrannei ist auch nicht was Gutes ist, das wollen wir jetzt mal. Naja, das wollte ich ja nicht sagen. Und aber, der hat immer noch die ganzen Jünglinge abgeschlachtet, also hey, er hat auch schon Blutbad begangen. Ich will nicht sagen, dass das gut ist, was er gemacht hat, das meine ich nicht, aber es gibt halt, es kommt immer so auf das Ziel so ein bisschen auch drauf an und so. Also, ich muss Tatsache sagen, ich würde trotzdem Held wählen. Warum? Weil ich, glaube ich, zu gut Mensch bin, trotz alledem. Also ich würde es nicht ertragen, wenn irgendwer leidet oder so. Also auch wenn ich jetzt immer sage, ich bin so, sag ich mal, ich mag keine Menschen, aber deswegen müssen sie nicht leiden oder sowas. Also ich würde schon eher helfen. Und was so Fähigkeiten technisch angeht, da bin ich so hin und her gerissen, was ich wäre. So Superman-mäßig ist mir too much irgendwie und so Batman-mäßig ist mir irgendwie zu. Da habe ich nicht genug Kohle für. aber wenn du doch, also wenn du dir das aussuchen kannst, dann ist es doch egal. Dann kannst du halt da bist du ein Billionär, der nachts Verbrecher jagt. Also das ist ja in dem Das meine ich ja nicht, aber das war ja auch eher ein Joke, was so Millionen angeht, weil ich halt kein Geld habe. aber so Batman wäre es nicht. Also welche Fähigkeit würde ich mir aussuchen? Aber es muss ja gar nicht eine Fähigkeit sein. Ich finde, ja, das ist einfach so ein Set. So wärst du halt eher übernatürlich. Also Thor, Hulk, Superman, ich weiß nicht, Cyborg ist ja auch aus einer gewissen Art und Weise übernatürlich. Oder wärst du halt, oder wärst du augmented, Cyborg-Style, oder wärst du normal mit Gadgets, Batman-Style? Ja. Ich glaube, ich wäre eher übernatürlich. Also, Fliegen wäre auf jeden Fall ein cooler Move, muss ich sagen. Ja, ich würde gerne fliegen. Aber Fliegen alleine ist ja eine scheiß Superkraft. Was bist du denn für ein Superheld? Wow, ich kann fliegen. Hey. Allein für sich, ja. Aber so das wäre auf jeden Fall ein Kriterium. Da gibt es ja hier eine coole Serie, Invincible. Weiß ich nicht, ob du die gesehen hast. Oh, die sagt, ich habe davon schon mal gehört, aber ich habe die noch nie gesehen. Ich wüsste noch nicht mal, wo die läuft. Bei Prime kannst du dir die angucken.
Meine ich. Ich habe die ganze Staffel da gesehen, fand ich cool. Und da fand ich die Fähigkeit von Omni-Man gut. Also der ist natürlich sehr Superman-ähnlich, aber eigentlich kann er nur fliegen und ist halt unverwundbar, also was ist unverwundbar, oder sagen wir mal, er hält sehr viel aus und hat auch riesige Kraft. Und ich glaube, das würde mich schon reichen, so in der Richtung. Ja, aber unverwundbar und riesige Kraft ist ja trotzdem schwierig, weil... Ne, er ist nicht unverwundbar, aber er hält halt sehr viel aus, sagen wir mal so. Ja, naja, aber so per se ist es ja auch in der realen Welt ein dreckiger oder ein eher schlechterer Superheld, weil gerade wenn du nicht unverwundbar bist und halt dann mal eine Atombombe auf, so, also ja, das ist schwierig, in welcher Art und Weise du dann Superheld wärst. Ja gut, dir aber auf der anderen Seite, würde es eine Lebensform geben, die alles aushält, so glaube ich nicht. Tut das nicht Superman, solange ja nah an der Sonne dran ist? Nein, der hält auch nicht alles aus. Solange wie kein Kryptonit mit dabei ist, ist das so egal. Er kann auch seine Kräfte haben auch Grenzen, also irgendwann ist er auch so an so einem, also so seine Energie sozusagen ist dann, wie bei uns Erschöpfung, kann bei ihm auch kommen. Ja, okay, aber trotzdem kann er versehentlich nicht einfach so sterben. Nicht einfach so. Ist schwer. So. Ja, ja, genau. Ist schwer. Ja, aber so in die Richtung würde ich, glaube ich, gehen. Ich weiß nur nicht, ob ich so diesen Weg gehen würde, kein Schwert zu verletzen und so. Also, weißt du, was ich meine? So wie bei, wie hieß der Film? Die Watchmen. Da gibt's doch den Rorschach. Und der ist jetzt so brutal. Und ich weiß nicht, ob ich in die Richtung sogar gehen würde. Was heißt der Rorschach? Rorschach ist so, so brutal, Alter. Dr. Manhattan läuft einfach durch Leute drauf und pulverisiert sie. Also, ja, gut, ja. Aber ich wollte halt eben diesen Bezug treffen, so keine Gnade mäßig oder so. Sowas in aber ich habe tatsächlich die coolste Frage. Wäre Dr. Manhattan augmentiert oder wäre er übernatürlich? Der war übernatürlich. Nee, es war eigentlich ein Mensch. Deswegen ja, meine Frage. Ja, aber der ist ja auf molekulare Ebene. Ja, aber ist das dann eine Augmentation in einer ganz krassen Art und Weise oder ist das übernatürlich? Ja gut, da kommt auf die Definition der Augmentation, glaube ich, an, oder? Das ist egal, also, die Frage, die ich mir stelle. Wenn Dr. Manhattan wirklich übernatürlich oder wäre... Für mich ist eine Augmentation etwas wie eine Verbesserung ist schwierig. Ja, naja, genau, aber das ist es ja. Es ist eine Verbesserung. Das heißt, du hast nur einen Arm, du kriegst einen besseren Arm, einen Roboterarm. So, aber bei Dr. Manhattan hat man das ja auf molekularer Ebene gemacht. Also ist es nicht auch eine, I don't know, ich weiß nicht. Wäre Hulk dann nicht auch augmentiert? Ja, schon, in einer gewissen Weise schon. Wobei es da ja darauf aufkommt, in welchem Universum du bist, weil es gibt ja auch Hulk-Planeten und ne, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber ja, das ist ja nochmal eine Frage. Das ist schwierig. Ja, das könnte ich jetzt nicht beantworten, glaube ich. Also, kommt drauf an, wie man sieht, glaube ich, auch so ein bisschen. Also ja. Ja, aber so, ich kann mir vorstellen, dass ich schon so ein bisschen Badass-mäßig wäre. Dann eher so fast Anti-Helden-mäßig, oder was? Ja, ich glaube schon. So, du tust zwar das Gute, aber du hältst dich nicht an die unbedingt an die Regeln des Guten. Ja, genau. Ja, ich finde es schwierig. Ich glaube, ich wäre schon der Joker. Weil, was du gesagt hast, ja, ich bin ein guter Mensch und ich will Menschen eigentlich nichts Schlechtes, aber auf der anderen Seite habe ich auch extrem keine Hoffnung in die Menschen und deswegen glaube ich, wäre ich eher ein Villain. Ich glaube, ja, ich ist ja auch okay. Ich glaube, ich wäre tatsächlich eher ein Villain und ich wäre dann tatsächlich aber auch gar nicht ohne Plan, sondern eher wie der Joker komplett Chaos, einfach nur Chaos. Okay. Aber in welche Richtung gehen? Also wirklich so Joker-mäßig? Oder, ja, wirklich oder schon, wirklich so einen eigenen Chaosweg? Oder? Nee, schon Joker-mäßig, aber vielleicht ein bisschen klüger, weil der Joker sich ja auch schon immer in, und das meine ich gar nicht auf intelligent, weil der Joker ist ja hochintelligent mit dem, was er macht, aber er ist auch schon immer sehr cocky. Und ich glaube, das wäre ich nicht. Ja. Ich glaube, ich wäre schon ein bisschen gediegener und würde mich jetzt nicht so, okay, ich muss jetzt zusehen, wie, was weiß ich nicht, gerade passiert, sondern ich weiß, dass mein Plan aufgeht und wenn nicht, dann mache ich morgen den nächsten so ungefähr.
Ich hätte eher vermutet, dass du in die Richtung so Superbrain oder sowas gehst. So, ich mach so mein Imperium und Pipapo und Nee, und wenn ich einen Held wählen müsste, wäre ich, weil, da ich halt nicht übernatürlich bin und mir das auch nicht vorstellen könnte. Na, wobei, vorstellen könnte ich es mir schon, denn dann, das Problem ist, wenn ich bei meinem jetzigen Wissen übernatürlich wäre, würden mich die Menschen dann nicht kehren. Dann wären die Menschen mir tatsächlich scheißegal und deswegen kann ich nicht sagen, ich wäre ein übernatürlicher Held, weil dann würde ich, dann wäre ich ein übernatürlicher Willen. So, dann wäre ich halt kein, dann wäre ich halt kein Held. Und ich sehe uns schon so richtig brawl. wenn ich ein Held wäre, wäre ich tatsächlich sowas wie Iron Man oder Batman. Also würde ich so, du hast Geld und mit Gadgets und mit Training, das, was Menschen möglich ist, und dann auch, nicht so wie Iron Man, nicht so diese Arroganz, sondern, aber auch nicht wie Batman, dieses ganz Zurückhaltende, sondern eher so, ey, ja, hier ist jetzt gerade Jimmy Jewel, der Billionär, der hat wieder die Stadt gerettet. Ernsthaft und, halt so. Ja, genau, ernsthaft und auch lehrend tatsächlich, weil sonst, finde ich, macht ein Superheld wenig Sinn. Das ist das, was ich gerade an Batman immer so ein bisschen schwierig finde. Er rettet zwar die Nacht, aber er zeigt den Menschen auch nie einen neuen Weg aus. So. Und das ist so... Ja, richtig. Er ist halt so, wie es in dem neuen Film heißt, Vergeltung. Das ist das Einzige, was er kennt. Ich meine, gut, im Film entwickelt er sich auch, aber das spoilere ich jetzt nicht, muss jeder sich selber angucken. Das ist tatsächlich auch ein Problem, was ich mit Batman habe. So, also nichtsdestotrotz ist Batman trotzdem der geilste Superheld, aber er hat auch extreme Schwächen. Genau, das ist ja genau das Ziel, was ich auch immer vorrangig sehe bei sowas. Das ist ja da auch ein Punkt, wo bei Superman immer sehr viel drauf beharrt wird, dass er den Menschen einen besseren Weg zeigen soll. So, und tut er aber zumindestens, dann muss ich mal. Nicht so. Ich wollte es gerade sagen, zumindest als jemand, der nicht jede Comic-Reihe kennt, eigentlich so überhaupt kein Comic-Freak ist. Also in den Filmen wird nicht klargestellt, dass Superman gerade der Menschheit einen neuen Weg gezeigt hat. Nö, es wird nur mal gelabert, aber. Nee, genau, deswegen, ja. Du siehst es halt nicht. Und das fehlt halt eben bei den anderen auch. Ich meine, bei Iron Man ist es ja genau sein Ding. So, er ist im Prinzip zwei Personen. Entweder er ist so Iron Man oder er ist Tony Stark. Tony Stark genau, ist halt so absolut selbstverliebt und so. Das ist ich halt, glaube, ich wäre tatsächlich, wenn dann eher so Richtung Captain America. Halt natürlich nicht die Augmentierung, sondern so von dem etwas Lehrenden. Gerade am Anfang, später ja nicht mehr, gerade wenn es dann so Richtung die ganzen Wars und so weitergeht. Aber er ist ja schon so ein bisschen, er kämpft gegen das abgrundtief Böse und wenn er dann wiederkommt, dann zeigt er ja auch so minimal zumindest. Ich habe ein ganz großes Problem mit Captain America und das ist dieses Soldatenhafte. Der ist so voll kleben geblieben auf diesen ich bin ein Soldat. Ja gut, aber dafür wurde er ja erschaffen. Ne? Ja, klar. Na, für das, was er ist, ist es ja auch okay. So, aber als Held für die Menschen finde ich es schwierig. Weil er dann so Mission, Soldat, weil ihm auch der freie Wille fehlt. Aber trotzdem finde ich, lehrt er ein bisschen mehr als der Rest so. Und er ist auf jeden Fall sehr in diese Richtung auch so Aufopferung und er versucht einen besseren Weg zu zeigen, der bessere Mensch zu sein sozusagen. Genau, und wenn du dir wenn du halt dann im Vergleich zum Beispiel einen Black Panther anguckst, der halt nur in seiner eigenen Bubble drin lebt und da der Held ist und auch lehrt in Wakanda, aber außerhalb, er zeigt es halt der Welt nicht. Er zeigt es den Leuten. Er zeigt es halt den Menschen, die er für privilegiert hält oder die er bevorzugt oder wie auch immer. Und das ist gar nicht wertend gemeint, sondern es ist einfach nur, das ist das, was die Filme mir zeigen. Und davon kann ich nur reden. Ich weiß, vielleicht in Comics, ne, wenn jetzt irgendwelche Nerds, bitte nagelt uns nicht darauf feste. Und ich meine Nerds auch nicht abfällig. Wenn ihr das Hobby Comics habt, dann ist das cool für euch, aber es ist halt einfach nicht meins. Und in den Filmen wird es mir halt gezeigt, gerade außerhalb von Wakanda ist halt genau das gleiche wie Tony Stark. Ein arrogantes Stück Scheiße. Also von den Sachen, die ich comic-mäßig kenne, das ist jetzt auch nicht allumfassend, das ist eher ein kleiner Bruchteil, muss ich aber auch immer sagen, innerhalb der Story gibt es so diese Hints, so wo es dann darum geht, einen besseren Weg zu zeigen, aber das ist eher für dich, als von außen so zu sehen. So, das verändert, das changed die Welt aber nicht. Also mich würde gar nicht wundern, wenn das überhaupt gar keiner rafft so in der Form, sondern wirklich nur für dich ist. Und das ist so das, was ich immer mitgenommen habe aus diesen Comics, die ich gesehen habe.
So, das und auch immer nur genau in diesem Part, in dem es gerade spielt. Also da das greift nicht so ineinander. So, du hast dann so halt eine Story, wo es darum geht, sich aufzuopfern oder so, und dann ist, wenn das abgehandelt ist, kommt das nächste. So, und das ist so, für mich ist das nicht einen besseren Weg aufzeigen. Hat schon mal irgendein Mensch in irgendeinem Comic oder so, oder auch im Film ja schon gar nicht, sich hingestellt und mal gesagt, so, jetzt bin ich deswegen ein besserer Mensch? Das ist irgendwie, das bleibt immer total außen vor, so. Die retten eigentlich nur so den Tag, kannst du sagen, oder so, und dann war's das. Na, wenn dann überhaupt, ist doch der Einzige, der wirklich drankommt, Spidey, oder? Und das auch nur nicht in den großen Kämpfen, sondern wenn er eine Frau rettet, die fast überfahren wurde. Also wenn dann, ist es doch wirklich tatsächlich am meisten Spider-Man. Wenn er diese Kleinigkeiten macht, wie, keine Ahnung, Kinder gehen nicht mehr rot über die Straße, weil du weißt nie, ob ein LKW von einem Bösewicht gerade hin und her gesteuert wird. Genau, also er ist halt immer, weil er auch auf dem Boden bleibt und halt auch, er nimmt auch mal den kleinen Fahrraddieb mit. Nee, genau. Und ich glaube, das macht auch viel aus. Und die Menschen sehen, und was auch viel dazu beiträgt, ist, dass er auch oft sich übernimmt, weil er helfen will. So, und ich glaube, die Menschen sehen das natürlich dann auch und sehen, okay, der hat da keine, das ist, der opfert sich da fast schon. Aber vielleicht und, ist, vielleicht es gibt ist, was mit. Vielleicht ist auch Spider-Mans größtes Vorteil, dass er ja fast nur in New York spielt. Ja. Vielleicht ist das halt sein großes Vorteil, weil gerade, gut, jetzt kann man Batman sagen, ist auch fast nur in Gotham, aber Gotham ist ja bei schon. Bei Superman ist es was anderes. Superman ist ja überall. Richtig, bei Superman ist es was anderes, Iron Man ist es was anderes, und gerade auch Gotham muss man nicht auch sein, es ist so, soll ja die Metropole schlechthin sein, so gefühlt fünfmal Tokio, so ungefähr. Das ist ja nochmal was anderes wie im Vergleich dann, nur in dem Vergleich dann New York. Wenn du die Metropole hast, so Tokio dreimal, oder du hast New York. Das sind für uns natürlich immer noch unglaubliche Zahlen, aber in dem Vergleich ist das ja ein Unterschied. Was für mich auch ein schwieriges Thema ist, ist zum Beispiel bei der Umsetzung von Christian Bale als Batman, wird immer ganz viel davon gesprochen, dass er Gotham retten will und er will es nicht untergehen lassen und so, aber was, er tut ja eigentlich gar nichts dagegen. Also er bekämpft zwar die Mafia und so, das schon, und er will auch die vor Gericht bringen und so, aber es ändert einfach irgendwie nie irgendwas. Also ob jetzt auch im Comic oder so, es passiert, das Level bleibt immer gleich. Na, da muss es dann, ja, du hast vollkommen recht. Ich muss dir aber da insoweit widersprechen, dass die Filme da ja auch ganz schnell einen neuen Tenor angenommen haben. Ja, ja. Und ich glaube, also gerade von 1 und 2, von 1, ich will die Welt, Gotham, ich kann Gotham retten, bla bla bla. Und in Teil 2 siehst du dann eigentlich erstmal, was die Mafia an Geld hat und was der Joker da alles macht und so weiter. Ja, und in Teil 3 ist es ihm dann scheißegal und der haut ab. ja, gut, das passiert ja mehr oder weniger zwischen 2 und 3, aber ja, genau. Und da ist, glaube ich, das größte Problem, dass es eine Trilogie ist. Und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, um das mal ein bisschen klarzustellen, dass ja eigentlich wollte man mit dem Joker noch weitermachen und der Tod von Heath Ledger hat auch viel durcheinander gebracht. Deswegen hat man ja auch gesagt, ja, man macht nur noch den dritten Teil dann und dann ist gut. Weil es sollte wohl auch noch weitergehen und auch mit dem Joker nochmal und so weiter und so fort. Und was da dann passiert ist, weiß man nicht. Aber rein, ja, rein die Filme, rein das, was wir haben, gebe ich dir vollkommen recht, ist das, was in Teil 1 angepriesen wird, in Teil 2 eigentlich nicht mehr gegeben. Vor allem, weil du in Teil 2 dann erstmal siehst, das ganze Geld, was geklaut wird und auch, was der Joker verbrennt und dies und das und mit dem Schiff und so weiter und so fort. Das fand ich übrigens so ein geiler Move, dass er das Geld verbrannt hat, weil es so ein hartes Statement war, so mir Geld scheißegal, ich will hier nur Chaos. Ja, genau. Und das fand ich cool. Die Szene fand ich wirklich cool. Aber jetzt mal nochmal zurück, Fähigkeiten technisch, hast du da irgendwie noch was oder ist es wirklich nur so Joker-mäßig? Nee, ich hätte keine. Weil Joker hat ja keine Fähigkeit per se oder so. Ja, na gut, wenn wir Fähigkeiten halt manipulativ, hochintelligent, also wirklich hochintelligent, so fast schon Einstein-Level oder so. Hochmanipulativ, habe ich schon gesagt, Charisma auf jeden Fall, was mir tatsächlich der wahnhafte Intelligenzbolzen. Nee, der Joker ist schon relativ, der Joker ist schon ziemlich intelligent.
Ja, gut, wobei, das ist wahrscheinlich auch eine philosophische Frage, wie man das auffasst, aber. Er ist per se erstmal nicht dumm. Er ist schon sehr schlau. Sagen wir mal überdurchschnittlich. An den Professor reicht jetzt nicht ran oder so, nein, aber vorbei, das will er ja auch gar nicht. Intelligent sein, aber. Das interessiert ihn ja auch alles gar nicht. Das ist so. Er will nur seinen Scheiß da durchziehen. Wobei, ein Professor muss intelligent sein, aber. Ja, Mann, du weißt aber, was ich meine. Ja, genau. Und ich glaube, was der Joker hat, ist Charisma. Zumindest, jetzt noch nicht mal so Charisma, er kann mit jedem Topmodel im Bett liegen, sondern er tatsächlich dieses Menschenfängerhafte. Er trifft immer den Nabel, so bei den Menschen. Vor allem bei den sozial Schwachen, trifft er mal sehr hart, so mit seiner trifft sie auch extrem bei Batman und bei Gordon, wenn wir jetzt mal bei den Filmen bleiben, er macht das hier schon, er spielt halt extrem mit der Psyche genau, der Menschen. Genau. Er macht viel mit dir. Ich meine, Harley Quinn ist das beste Beispiel, was er anrichtet, ja, wobei, da kommt es ja auch darauf an, welche Harley Quinn, aber ja. Wir meinen die gleiche und da ist es ja auch von Psychotherapeutin zu größte Liebhaberin und ich mache alles kaputt und ja, schon ja, und als Superheld halt, wie gesagt, ziemlich klassisch halt, wahrscheinlich eher Iron Man als Batman, eher so ein bisschen mechanische Hilfe, als nur ich habe einen Anzug und habe ein paar Gadgets, damit ich auf Hochhäusern komme, sondern tatsächlich eher so ein bisschen roboterhaftiger Anzug, also Iron Man mäßig. Ja. Aber ansonsten, ich wäre nicht übernatürlich, ich wäre auch nicht augmentiert oder sagen wir mal verbessert, wenn wir Richtung Hulk und Captain America gucken oder Dr. Manhattan. Nee, ich wäre schon ein normaler Mensch. So, du kennst mir, egal als Villain oder als Held, könntest du mir einfach einen Kuh durch den Kopf jagen und dann wäre die Geschichte vorbei. So. Wobei als Held eher weniger, weil da hätte ich noch einen vernünftigen Helm auf. Aber ne, im Prinzip ist da nur Fleisch und Blut runter und nichts Besonderes. Okay. Ja, aber auf jeden Fall kann ich dir mal nahelegen, hier die Serie Invincible. Cool. Ja. Ja, aber jetzt ein bisschen Zeit. Ja, das ist so, dieses Thema, auch wenn ich mich jetzt so festlege. Das ist eine Comic-Serie. Ja, genau. Ah. Wenn ich mich so mal, auch wenn ich mich jetzt als Held so geoutet hätte oder habe, muss ich trotzdem immer sagen, dass ich doch sehr schwanke. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was ich denn auch gerade so für einen Film zum Beispiel sehe darüber. Und dann kann ich mich manchmal echt mehr identifizieren mit einem Villain oder so. Also zumindest wenn so erklärt wird, warum, wieso, weshalb er was tut und so. Und dann denke ich mir auch so, ja, eigentlich verstehe ich den. Und dann tue ich mich immer schwer. So. Wenn ich verstehe, warum er so handelt. Ich meine, natürlich, dass wenn da Menschen sterben oder so, das ist natürlich nichts, was ich so gut finde, aber ich verstehe sein Handeln dann und dann weiß ich nicht, ob ich nicht auch so wäre oder so. Ja, das ist... Man sieht ja auch zum Beispiel Punisher, ist ja auch ein gutes Beispiel, was so aus Menschen wird. Aber der Punisher ist doch auch ein typischer Anti-Held, oder? Ja, ja. Ja, genau. Ja, das Problem ist natürlich, eigentlich wäre ich, also so tief in mir, der innerste Wunsch, wie auch immer man das ausdrücken würde, wäre natürlich schon Held. Auf der anderen Seite, mit meinem heutigen Wissen und meiner heutigen Sicht, bin ich halt so verbittert, dass ich halt einfach nicht mit reinem Gewissen sagen kann, ich wäre ein Held. Weil dafür habe ich halt einfach auch viel zu viel Hoffnung auf die Menschheit verloren. Ja, vor allem, du musst ja auch dir immer so die Frage stellen, wenn du ein Held bist jetzt als Beispiel mal und du siehst, da tut jemand etwas Schlechtes oder hat Menschen verletzt oder sogar getötet oder so und du bist jetzt in der Situation, dass der gerettet werden muss. Ist das nicht gegen das, wofür du stehst, wenn du ihn sterben lässt? So? Also jetzt, ich gehe jetzt erstmal vom besten Beispiel aus, dass du einfach nur nicht eingreifst, weil du sagst, ich lasse es geschehen. So, da hast du ja effektiv erstmal ihn nicht umgebracht, aber du hättest ja rein theoretisch die Pflicht gehabt, ihm zu helfen, weil dafür stehst du ja ein. Ja, vor allen Dingen ist ja da dann auch nicht das Problem, hättest du den Bösen auch oder nicht?
Ja, deswegen, ja, also, rettest du ihn oder rettest du ihn nicht? So, und da sehe ich mich dann wieder in so einer Zwickmühle, wo ich dann sagen würde, nee, den würde ich per se nicht retten, ich würde nur nachtreten. So. So halt. Das ist irgendwie, und dann bin ich schon wieder in dem Modus, wo ich sage, das ist aber nichts, wo ich sagen könnte, ich wäre ein Held. Dann, ja, gut, dann, ja. Das ist so diese Schwierigkeit, weil ich da denke mir dann so auch immer, der hat es jetzt eigentlich aber auch wirklich verdient, so. Das ist, ja, das weiß ich nicht. Da, damit tue ich mich auch in Filmen oft schwer, so, wenn die dann ihn retten und ich verstehe ja warum, aber ich denke mir dann so, der hat es aber auch wirklich nicht verdient. Der macht doch morgen genau denselben Scheiß wieder. Du änderst nichts in ihm. So, das ist irgendwie, also nicht bei allen, ne? Hier der kleine Fahrraddieb oder so, der changed vielleicht sein ganzes Leben aufgrund dessen, aber so diese Ultra-Villains oder so, wie zum Beispiel Joker oder so, der würde niemals sich ändern. Ja, richtig, der würde sich niemals ändern. Also weil er das gar nicht will. Ja, du riskierst doch durch die Nummer, dass wieder zigtausend Menschen draufgehen. So. Naja, das Problem ist halt, dass er ja trotzdem verdient hat zu leben. Also das ist halt dann die Frage Das ist genau die Schwierigkeit. Aber gut, die Frage ist ja heutzutage auch, ich meine, das ist ja der Grund, warum es halt keine Todesstrafe in fortschrittlichen Ländern außerhalb der USA gibt. Ja, das ist so ein bisschen, das ist ja auch, wenn man es auf die Realität bezieht, wenn dann so Täter freikommen, die schon oft genug gezeigt haben, durch x Knastbesuche oder durch ihre Taten, dass sie sich niemals ändern würden oder werden. Und die kommen dann frei, dann denke ich mir immer so, warum? Das ist doch abzusehen, dass das wieder passiert. Und dann passiert es natürlich auch wieder. Und dann kommen immer diese Fragen auf, warum? Und das verstehe ich halt eben auch nicht. Also, der hat doch keine Chance verdient auf Freiheit eigentlich. Du weißt es doch, dass das passiert. Ich meine, na klar, auf der anderen Seite sagt man sich auch so, ich kann ihn ja nicht ewig einsperren oder sowas, aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das wieder tut, ist doch viel zu hoch. Das ist, würde ich doch nie riskieren wollen. Ja, aber deswegen bist du halt ja auch vielleicht der schlechteste Superheld, den es gibt. Ja, das ist genau das, was ich meine. Ich seh mich so irgendwie so als so in der Mitte zwischen den Stühlen. So. Das ist. Das gibt's nicht. Dann müsstest du neutral sein. Ja. Dann müsstest du erst recht allen helfen. Also das funktioniert nicht. Ja, entweder erst recht allen helfen oder gar keinem helfen. Und das ist halt. Also ich schwanke doch schon gedanklich zumindest immer sehr hin und her. Also es ist schwierig. Ich versuche zwar, mich mehr einzuordnen auf der helleren Seite, aber ich kann dann auch einfach bestimmte Dinge auch nicht ignorieren, so wie vielleicht andere oder drüber hinwegsteigen oder so. Über meinen Schatten springen oder sonst irgendwas. Ja, das ist so ein bisschen, vor allem wenn es dann auch noch so wie beim Film hier Superman vs. Batman, wo ja dann nochmal das thematisiert wird, wo Zod angreift und dann alles einstürzt, stirbt ja wirklich alles. Dafür gibt es ja auch so ein paar Szenen. Und dann verstehe ich auch Batman, der dann so ultra so abgefuckt ist und sich da steht und sich sagt so, ihr kleinen Alien-Schweine, so, was wollt ihr? Ihr spielt hier mit den Leben der Menschen und ja, so, das ist richtig. Oh. Da wäre ich dann auch so voll im Modus, glaube ich. Das ist ganz schlimm. Wobei das natürlich nicht der Hauptgrund ist. Bei Batman wie Superman ist ja vorhin die Arroganz von Superman, dass er sich dafür noch feiern lässt und so weiter und so fort. Aber das spielt natürlich auch eine Rolle und du warst nicht unrecht damit. Ich finde aber, du hast vorhin, ich weiß gar nicht, ob das im Podcast war oder ob wir das, Alter, ich werde echt alt, oder ob wir das kurz davor gesprochen haben. Was wärst du denn? Und ich möchte, die erste Frage gibt es nur A und B. Nicht A1, nicht B1, A und ja, B. Ja. Wärst du Sith oder Jedi? Jedi. Ganz entschlossen. Okay. Und dann, ich spiel zwar, welche Art von Jedi wärst du? Na, eher so diese Qui-Gon-Thematik. Die war ja auch schon. Also eher schon Richtung grauer Jedi. Genau, also so. Den sie offiziell, ne? Ja, Freunde, fickt euch selber. Aber also der Unterschied ist ja, die Jedi, die ja die meisten so kennen durch die Filme und so,
Das sind ja meistens die, die ja so, der Rat hat jetzt das und das gesagt, jetzt mache ich das auch, so blind. Und das könnte ich einfach nicht. Oh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so einfach das so läuft. Ne, Qui-Gon hat es ja öfter mal gesagt, so, hey, ich habe ja auch noch ein Gefühl, Instinkte und so weiter, wofür du ja auch trainiert wirst und so damit umzugehen. Und der handelt halt auch danach. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das spiegelt so, würde mein Handeln auch widerspiegeln. Ich würde nicht blindlings immer alles machen, was die da sagen und wollen. Und das, nee, also aus meiner Persönlichkeit heraus könnte ich nur Jedi sein, wobei ich mir manchmal geil vorstellen würde, so einfach zu ragen und dann mit so einem roten Lichtschwert alles niederzumetzeln, aber das ist ein anderes Thema. Aber so grundsätzlich sehe ich mich eher als Jedi. Wie sieht's da bei dir aus? Diese böse Ambivalenz, die du die ganze Zeit auch Was? zeigst. Ich versuche eigentlich der Gute zu sein, aber eigentlich hasse ich alle. Ja, ich hasse alle, aber ich versuche immer noch im Licht zu wandeln. Muss man mir hoch anrechnen. Das Problem ist, von was gehen wir aus? Gehen wir nur von den Filmen aus, wäre ich Jedi. Gehen wir von allem aus, wäre ich Sith. Das ist einfache Rolle, weil die Sith in den Filmen in dem Filmuniversum einfach ein sehr Nee, als einfacher, absolut, genau, sehr absolute einfach Böse, der. Der so, Einzige, der ja. vielleicht ein bisschen rausstellt, ist Count Dooku, so vielleicht, ja, okay. Der Wo, würde rausstechen, ja, wobei man da finde auch ich. fragen kann, ist Count Dooku ein Sith oder ist Count Dooku ein dunkler Jedi oder, ne, also da gibt's, kann man dann auch noch wieder drüber Ja, philosophieren. er hat doch den Titel Darth Intus, also will ich ihn Ich ja nicht von mal. Sith, das heißt ja nicht, dass er ein Sith ist, so, er kann ja trotzdem noch ein Ja. dunkler Jedi sein, die gibt's ja auch. Aber die gibt's halt nicht im Filmuniversum. Das ist halt dann noch eine andere Ja. Frage. So. Und wenn man halt von allem ausgeht und auch sieht, gerade auch vor Palpatine, was Siths auch für Entscheidungen getroffen haben und nicht immer nur das pure Böse sind und was Ja, weiß das ich ist es ja nicht, eben, ja. dann auf jeden Fall doch mehr Sith als Jedi, weil ich die Jedi auch in den erweiterten Universum immer für sehr einfältig halte. Natürlich nicht alle. Da Ja. sind wir ja bei Grey Jedi und was weiß ich nicht alles. Aber so grundsätzlich ist es immer schon sehr einfallslos, beziehungsweise eher einfältig, was Jedis sind. Immer dieses Gute Ja. und Republik und dies und das. Und dann, keine Ahnung, kommt ein Malgus oder wie sie alle heißen. Ja, ich weiß, im Film gibt's hier nicht. Haltet einfach bitte die Klappe, danke. Ein gutes Beispiel ist ja auch im Film wieder mal Mace Windu, wie er Palpatine bekämpft. Es wird gefühlt, wenn du dir die Filme anguckst, hörst du immer nur, ja, der Rat hat das und wir sind auf der Hellseite und wir dürfen das nicht und haltet euch bloß da dran und pipapo. Und dann kommt genau jemand aus diesem Rat, der genau diese Sachen sagt und sa sagt, nee, der ist zu stark, den köpfe ich jetzt. What? Ja, ich verstehe warum, aber es wurden zwei komplette Filme lang, wurde gesagt, ja, Anakin auszubilden und Rat sagt das und wir sind da so ultra in dem Modus drin, gehen ja auch Qui-Gon deswegen an und was weiß ich. Aber im ersten Moment gleich, ne, ne, den köpfe ich jetzt, weil der passt nicht. What? Das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie einfältig Jedis dargestellt werden, zumindest die Reihen oder was weiß ich, wie du sie nennen willst, diese Abteilung da. Wobei ich tatsächlich, glaube ich, weiß nicht, ob ich das Beispiel so intelligent, so mitgehen würde, weil das ja auch in der Situation wieder passt, gerade von wegen, man hat irgendwie 2000 Jahre kein Sith mehr gesehen und bla 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 bla, und man weiß sich nicht, eher zu helfen und der Typ ist aber gerade Kanzler geworden, also ey, irgendwie, der muss jetzt so oder so kalt gemacht werden. Ob er halt für immer in die Zelle kommt, das bezweifelt eh jeder, also töte ich ihn. Ich weiß Ja, nicht, ob das jetzt ich, wie so gesagt, ich sehr verstehe gegen, den ich Weg. weiß nicht, ob das so sehr gegen die Jedi spricht und ob das dann die Einfalt ist, die ich mehr meine, weil das ist ja auch schon eine Konsequenz von den Filmen. Das wäre was anderes, wenn's, weiß ich nicht, wenn wir bei der Old Republic wären und es gibt eigentlich immer Sith und Jedi, sie kennen sich seit hunderten von Jahren, dann käme einer, dann wäre das extrem einfältig, aber in der Ja. Hinsicht ist es schon so seine einzige Hilfe. Das siehst du ja auch an Obi-Wan und Grievous. So, eigentlich dürfte der Feind und
und gerade dieses extreme Meucheln von Grievous in der Art und Weise von einem Jedi gar nicht stattfinden. Aber da sie sicherlich anders zu helfen wissen, passiert das ja auch. Na gut, aber er ist ja mehr im Verteidigungsmodus. Also er schneidet das fucking, er geht mit seinem fucking Lichtschwert gefühlt 10 Minuten lang in dem Herz und spielt da Tennis, Alter. Also was? Im Film schießt er ihn. Da hängt er über der Brüstung. Ja, stimmt, im Film schießt er ihn, ne? Ja, also wenn dieses Szenario, was du da sagst, ja, da würde ich dir zustimmen, aber im Film schießt er ihn einfach nur. Während er auf ihn zurennt, weil er ihn da runterschmeißen will, so Darth Maul-mäßig. Und da schießt er dann auf ihn. Also da würde ich ihm jetzt nichts ankreiden wollen in dem Moment. Ist ja auch so ein Moment mit... auch ein Beispiel dafür ist ja dann dieser Moment, wo Anakin Count Dooku köpft, ist ja auch so ein Moment. Naja, wobei das ist ja schon Verwandlung zu der dunklen Seite. Naja, na klar, so, aber da hast du ja auch, so, der hätte sich ja gar nicht rein theoretisch mehr wehren können, so. Nö, er hat ihn doch erst die Hände abgeschlagen und dann den Kopf, ja, aber deswegen. Da war ja auch ein gewisser Kanzler. Los, Anakin, ja. Er verdient nicht zu leben. Los, Anakin. Ich sitze auf deiner Schulter und flüstere die dumme Scheiße. Genau, vielleicht was zu Luke, was bei Luke auch, weil eigentlich ist es mehr oder weniger genau das, was zu Luke, ja, auch. Ja, irgendwie werden alle nur manipuliert. Ja, genau. Da sitzt immer irgendwie einer auf der Schulter und sagt, was du zu tun hast. Also, nur das. Lustig finde ich, dass die sich auch immer davon so beeinflussen lassen. Das ist auch immer so ein Ding. Ja gut, aber das muss er ja jetzt auch wieder dann in Relation sehen zu was Jedis sind und so weiter und so fort. Und das muss halt immer in Relation sehen, ne? Gerade ja. Mit sollst dich nicht töten, keine Liebschaften, bla 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 bla. Da ist viel immer relativiert, was ja so gar nicht stattfindet. Und von daher, der eigentlich muss tatsächlich das bessere Beispiel wäre dann, was Obi-Wan mit Anakin macht. Ja, das ist tatsächlich das bessere Beispiel. Ich halte dir alles ab und dann lasse ich dich dreckig liegen. Naja, erstmal der Kampf, von wegen, ich hau dir alles ab, dann die Lava, die noch halb tötet und dann lasse ich dich zum Sterben liegen. Also das ist tatsächlich schon Anti-Jedi. Das ist wahrscheinlich wirklich der größte Punkt, wo ein Jedi nicht gerade Jedi ist, was er da tut. Ja, vor allem, was hat er da bezweckt? Ich meine, dann gebe ich ihm doch wenigstens den Gnadenstoß, wenn er doch auch so an ihm hängt irgendwie oder so, weißt du? Nee, stattdessen lasse ich ihn da jetzt leiden. Ja, genau, das, aber genau das ist wirklich genau das. Das ist so überhaupt nicht das, was... ich meine, ja klar, irgendwie muss der ja zu Darth Vader werden, ja, aber warum denn so? Obi-Wan setzt sich hin, nimmt sich einen Kaffee und guckt zu, oder? Was ist da los, Junge? Ist ja wirklich literally genau das. Also. Und dann wird auch noch angeschrien, nachdem er dann halb abgefackelt ist. Ich hab dich doch geliebt. Ja, das Hand brennt sogar, die Liebe. Oh, ja, mir ist so ein warmes Gefühl den Rücken hochgekrochen. Ich verstehe gar nicht. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ja, du Liebe, meine Liebe. Ja, da... Das kann schon mal betäuben, arme Beine. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Pottwal auf einem Schmetterling sitzt und der Schmetterling sagt, ich kann nicht mehr atmen, das ist Liebe, das betäubt doch mal. Ja, während so am besten noch die Haie so an den Flossen haben. Da musst du durch, das ist halt Liebe. Da musst du durch. So. Ich stelle zum Abschluss nochmal eine philosophische Frage. Ja. Gibt es die ewige Liebe? Nein, glaube ich nicht. Dafür verändert sich jeder viel zu sehr. So vom Mindset zumindest, ja. Ich glaube nicht, dass es das gibt.
Kommt auch die Definition drauf an. Wenn wir jetzt einfach nur von dem Gefühl ausgehen, bin ich bei dir. Ich glaube aber schon, dass wenn die Menschen sich gewahr sind bei dem, was da gerade passiert, kann es die ewige Liebe geben, weil Liebe, und das ist meiner Meinung nach der größte Fehler, den Menschen machen, Liebe ist eine ewige Arbeit. Ja, das ist und ich zustimme. Und wenn beide halt immer daran arbeiten, dass die Beziehung für beide gut ist und auch kommunizieren, das ist ja auch nochmal ein Punkt, weil viele können ja auch nicht kommunizieren, und kommunizieren, dann kann es sowas wie die ewige Liebe geben. Das ist natürlich nicht das, was die Frage meint, aber ja, weiß, dann kann es die schon geben, meiner Meinung nach. Ja, aber also wenn wir das auf, glaube ich, unsere jetzige aktuelle Welt beziehen, eher nicht. Ich glaube, das ist der Mindset nicht so hoch genug. Sogar eher das Gegenteilige. Also wenn ich mir angucke, wie viele Menschen blauäugig, weil sie das erste Jahr miteinander zusammen verbringen, heiraten und dann stellen sie nach wenn es gut läuft, 5 Monate später fest, so, oh, jetzt ist der Alltag gekommen, nee, so, das ist jetzt Arbeit geworden, deswegen lasse ich das halt bleiben. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob das so tragisch ist, weiß ich nicht, kenne ich jetzt in meinem Umfeld auch eher weniger. Na, ich habe das schon ein paar Mal miterlebt. Naja, aber da ist ja dann auch die Frage, ob sie es als ewige Liebe, ja, na gut, wenn sie heiraten, ja, gut, schwierig. Kenne ich tatsächlich gar nicht, muss ich sagen, in der Form so. Also meistens, wenn es dann schnell auseinandergeht, dann sind sie sich auch schon, glaube ich, sehr gewahr, was da gerade passiert. Ob es dann Frauen sind von wegen, ich kann nicht alleine bleiben, oder Männer, die sagen, ja, ey, jetzt habe ich aber ein Bett hier für die nächsten 6 Monate. Da muss ich sagen, das kenne ich in der Form nicht tatsächlich. Nicht in meinem Umfeld. Also ich habe es tatsächlich ein paar Mal erlebt, wo es dann wirklich da, wenn die Liebe zur Arbeit wird, dann beendet ist. Weil dann, man muss ja dann kommunizieren und was tun, und dann war es zu viel. Wobei mich tatsächlich... Heißt natürlich nicht, dass es nicht auch die gab, wo dann halt wegen Affären und so das dann in die Brüche gegangen ist, aber so 2, 3 waren auf jeden Fall genau in diesem Modus. Ja gut, aber man könnte ja auch sagen, wenn es die ewige Liebe gewesen wäre, dann würden die Affären ja nichts ausmachen, das kann man rausreden, ne? Also das ist ja dann auch wieder das Thema, man kann ja auch mit Affären weiter miteinander, wenn da wirklich extreme Gefühle vorherrschen, I don't know, hab das noch nicht erlebt, persönlich. Kommt immer auf die Person drauf an, also zum Beispiel, ich wurde ja schon mal betrogen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Gefühle verschwinden dann automatisch, weil die negativen Gefühle alles einnehmen. Kein Vertrauen mehr, kein nichts mehr, Ekel, Hass, alles kommt da hoch und dann ist alles auch verschwunden. Also das ist wirklich, da hast du keine Chance, dass da was überlebt von. Also Hut ab an die das irgendwie dann noch schaffen und dann vergeben und so. Ich könnte das nicht. So, das ist so, da hört es bei mir dann auf. Ja, wie gesagt, kann ich nicht mitsprechen, ist mir noch nicht passiert und ist mir noch nicht passiert. Und ist mir halt einfach noch nicht passiert, kann ich nichts zu sagen. Jimmy ist schon wieder privilegiert. Ja, das ist richtig. Was das angeht, bin ich privilegiert. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich habe nicht die längsten Beziehungen in meinem Leben gehabt, von daher ist das auch wieder die Frage, wie privilegiert ich da bin. Aber ja gut, ist es ein Kriterium? Ich meine, ob du nun nach, was weiß ich, einem Jahr betrogen wirst oder nach 5 Jahren betrogen wirst, der Betrug ist ja der gleiche. Weiß ich nicht, ich glaube, oder ist die Chance höher, umso länger du mit jemandem zusammen bist, dass du dann betrogen wirst? Das ist ja dann auch Kacke. Nein, nicht betrogen bist, das ist ja der falsche Umkehrschluss. Es geht ja darum, kannst du, wenn du länger mit der Person zusammen bist, vielleicht der einen Fehltritt wegmachen. Und das weiß ich halt nicht. Ich weiß aber, dass ich sagen könnte, wenn ich nach 3 Monaten Beziehung betrogen werden würde, die Frau würde ich aber mal sowas von aus meiner Tür kicken, das kann ich dir sagen. Wie es aber nach 5 Jahren ist, das könnte ich dir so pauschal nicht erzählen. Also ganz ehrlich, nicht, kann ich dir nicht. Weil da ist ja natürlich auch schon eine gewisse Gewohnheit etc. pp. Also das kann ich dir so nicht beantworten, ob das einen Unterschied machen würde oder nicht. Wobei natürlich nach 3 Monaten oder so, wenn es halt alles noch sehr frisch ist und noch nicht von mir aus geplant oder was auch immer, oder vielleicht auch noch kein Kind da ist, vielleicht noch keine Wohnung zusammen oder was auch immer. Es ist ja ein ganz anderes Thema, wie nach 5 Jahren hat sich wie auch immer ein Fehltritt erlaubt. Aber das ist jetzt auch nur pure Theorie, da kann ich so nicht mitsprechen tatsächlich.
Tja. Aber ich glaube schon, das macht einen Unterschied. Das kann sein, aber für mich jedenfalls nicht. Also ich bin da halt anders. Das ist. Ja, aber das weißt du doch auch nicht. Wenn du einmal betrogen wurdest, weißt du auch nicht, wie es in einer 6 Jahren Beziehung aussieht. Also ich bin mir ziemlich sicher. Ich muss aber auch sagen, für mich gibt es auch immer so diese zweite Chance bei sowas nicht. Das ist so, das ist bei mir immer ausgeschlossen. Das ist so, das habe ich auch schon. Aber dann macht es ja noch weniger Sinn, dass du sagst, du willst Helden werden, weil wenn du Held wirst, willst du ja den Menschen eine zweite Chance geben. Nein, das ist jetzt nur auf die Beziehung, wenn sie. Ja, warum willst du Menschen im Allgemeinen eine zweite Chance geben als Held? Du bist aber nicht dein Partner, den du 6 Jahre lang kennst, eine zweite Chance zu geben. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Der Unterschied ist, dass ich ja mit dem Menschen, den ich da jetzt rette, als Beispiel mal, mit dem bin ich keine innige Beziehung eingegangen. So, das ist so, da bin ich ja distanziert davon. Weiß ich nicht, wenn du dem gerade aus einem halb brennenden Haus gerettet hast, ist das auch schon eine Art von Beziehung. Ja, vielleicht von ihm, aber für mich als Held doch nicht. Das ist ja, nebenan ist der nächste Brand, da hole ich den nächsten raus. Also, wie viele Beziehungen soll ich da eingehen? Ich weiß nicht, also das ist ein bisschen anders. Da ist halt eben meine Gefühlswelt auch viel mit beeinflusst. Ich habe es ja eben schon erklärt, so denn bei mir kommt dann so diese ganzen negativen Gefühle überlagern dann die positiven, wo ich dann sagen kann, da kann ich nicht drüber hinwegsehen. Und das ist ein großer Punkt dabei. So, ich weiß nicht, ich hätte dieses schon alleine nur dieses Vertrauen-Thema macht es mir unmöglich. Ich könnte demjenigen nicht mehr vertrauen. Und der könnte auch nichts dagegen tun. Das ist weg. Und dann macht für mich die Beziehung dann auch keinen Sinn mehr. Das ist ich habe auch gar keinen Bock, demjenigen permanent zu misstrauen und zu kontrollieren. Das macht es ja auch nicht besser. So, das ist egal, wie du es drehst und wendest, da wäre der Punkt bei mir sowieso schon, wo ich sagen würde, nee, danke, tschüss. Ja, da ist ja dann die Frage, ob du das auf 5, 6 Jahren genauso sehen würdest. Weiß ich nicht. Nee, klopfen wir auf Holz und hoffen wir, dass hier nicht passiert. Ja, der Punkt dabei ist nur, auch wenn jetzt 6 Jahre oder 10 Jahre ins Land gegangen sind, natürlich ist da eine Gewohnheit und Pipapo und all diese Sachen, man ist schon durch schlimme Situationen gekommen und so. Der Punkt ist aber, das Vertrauen ist weg. Auch da an diesem Punkt. Aber das weißt also du egal, ja nicht. Wie du drehst, das sagst du ja, nein, das weißt du doch gar nicht. Für das mich ist bei einem Betrug ist für mich immer egal. Das wie weißt du nicht, kenne. Das weißt du einfach nicht. Weil es dir noch nicht passiert ist. Du kannst von etwas, was dir nicht passiert ist, nicht sagen, dass es hundertprozentig passiert. Würdest du mich verarschen, würdest du das Vertrauen mies missbrauchen, dann wäre vorbei. Ohne Gnade. Ja, aber das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja nur in Anführungsstrichen eine Freundschaft. Ich bin ja nicht der, mit dem du dein Bett teilst und mit dem du zusammen wohnst. Und wie viele Beziehungen hast du mit mir mitgemacht und überlebt bis jetzt? Also wo ist da der Unterschied? Für mich ist da kein Unterschied bei einer langjährigen. Wie viele müssen wir jetzt nicht, habe ich mit dir miterlebt? Das müssen wir im Podcast nicht durch. Wenn du die Frage stellst, denke ich nach. 3 oder 4? Es ging mir nur darum. 3 oder 4? Jetzt warte mal meine Frage. Nein, mache ich nicht. Wir kennen uns seit 20 Jahren, ich bitte dich, hallo? Ja, guck an. Eine Beziehung habe ich noch nicht gefühlt mit 20 Jahren. Das nicht, aber das ist ja nicht, du bist ja nicht immer betrogen worden. Du bist einmal betrogen worden. Ja, aber da ist für mich, deswegen mache ich den Unterschied nicht. So, eine innige Freundschaft ist für mich gleichermaßen wie eine Beziehung. Oh, nee, da gehe ich nicht mit. Da gehe ich nicht mit. Ich will, ich würde tatsächlich sagen, dass die Freundschaft höher gesetzt ist als eine Beziehung. Aber dass sie gleichgesetzt sind, da gehe ich nicht mit. Weil dafür ändert sich halt Beziehungen viel zu sehr. Und Freundschaften sind öfters viel länger vorhanden. So. Und da gehe ich nicht mit. Ja, auf den Punkt wollte ich ja eigentlich auch hinaus. Nee, du hast sie gleichgesetzt und das gehe ich nicht mit. Ja, ich habe es jetzt gleichgesetzt, aber natürlich ist es höher gestellt. Und genau aus dem Grund sage ich. Ja, vielleicht ist das ja auch der Fehler, den wir machen.
Und wenn der Vertrauen weg ist, dann oder dann nicht der Fehler, den wir machen, sondern der Fehler, den wir haben, so mal kurz. Ja, weiß ich nicht. Aber ich würde ja, weiß ich nicht, die Frage auch immer, die dann manchmal so hochkommt mit wen ziehst du eher vor, die Freundschaft oder die Beziehung, ist eine Frage, die sollte man nicht stellen, zum Beispiel. Das ist für mich ein Unding, sowas. Ja, aber wie oft hast du es schon erlebt, dass gerade Männer, die frisch in der Beziehung sind, die dann erstmal für 6 Monate nicht mehr zu erreichen sind? Ja. Also, und ich meine, da bist du ja auch nicht so ganz von gefeit gewesen. Das haben wir mit einer gewissen Dame bei mir aus der Nähe ja auch schon mal gehabt, was nicht so extrem war, von wegen du warst weg, aber wo auch schon sie eingeschränkt, ja, sich zwischen die Freundschaft gedrängt hat, so. Und das ist ja, also, wie oft habe ich mit dir aber das auch erlebt, also. Du hast seitdem, oder das ist keine Beziehung erlebt von mir? Das war noch nicht mal eine komplette, glaube ich, Beziehung, das war so nahezu. Aber da war das schon so. Nahezu? Ja, da warst du sehr eingenommen. Da war ich dann, dann habe ich auch viele, boah, von wem, viele denn? Abende mich in den Schlaf geweiht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Mensch hieß. Das ist jetzt traurig, das hätte mich jetzt interessiert. Da hast du mich leider sehr oft versetzt. Oh Gott, hör doch zu heulen. Ja, das war sehr, sehr einschlagender Moment in meinem Leben. Ja, du bist trotzdem noch hier, also kann es nicht so schlimm gewesen sein. Michi, Trainer, mach weiter, Muschi. Nee, doch, das war schon schlimm genug, aber ich habe keine Alternativen. Ich muss hin. Ja, okay, das ist sehr traurig für dich und nicht für mich. Also von daher. Es ist alles so traurig in meinem Leben. Ja. Ja, weil, nee, Liebe für immer, große Liebe. Nee, warte, wie war die Frage? Ja, richtig zitieren. Ewige Liebe. Mit Einschränkungen vielleicht. Wäre jetzt meine Antwort. Mal so am Rande eine Gegenfrage, würdest du denn auch meinen, es gibt einen ewigen Hass? Das Problem ist, dass ich nicht nachtragend bin. Also ich muss das alles komplett verneinen. Nee, für mich gibt es aber auch tatsächlich die ewige Liebe. Das Problem ist nur, dass ich die ewige Liebe anders definiere. Weil für mich ist nicht die ewige Liebe auf ewiges Zusammenleben. Nur die ewige, ja, ja, die ewige Zuneigung eines Menschen gegenüber. Das ist ja, könntest du denn nicht auch rein theoretisch einen Menschen ewig, was heißt hassen, aber so ja, Abneigung gegen jemanden haben? Naja, Abneigung ist aber nicht Hass. Hass ist für mich, ja, eine Abneigung gegen Menschen zu haben, ja, und die habe ich auch entwickelt, wobei das dann auch tatsächlich schnell in der Hinsicht geht, dass es mir einfach egal ist. Also, dass ja, da einfach genau, gar keine ist, Gefühle dann, mehr sind. Ja, aber das ist ja dann schon nicht mehr der Punkt. Nee, genau, aber so ist es für mich halt. Also, aber natürlich, wenn wir bei der Frage sind, ewige Liebe, wenn es die vielleicht gibt, dann gibt es natürlich auch vielleicht den ewigen Hass. Klar. Für mich persönlich halt nicht, weil für mich ist es halt dann irgendwann egal. Ja, genau. So, das, in dem Modus bin ich ja dann auch. So, aber ja, tatsächlich bei der ewigen Liebe. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt an Ausrufezeichen anfange, die eine große Liebe, Ausrufezeichen zu Ende, denke und ich immer noch manchmal an diese Person denke und so, dann also zumindest eine große Zuneigung. Das hat ja nichts mit Liebe zu tun, weil ich mit die Person seit, keine Ahnung, 15 Jahren nicht mehr gesehen habe. Aber Zuneigung schon, ob das dann eine gewisse Art von Liebe ist, ja, ey, das sollen andere judgen, das will ich gar nicht, das kann ich gar nicht judgen, aber das ist eine Zuneigung schon. Habe ich aber eine ewige Abneigung? Boah, naja, also mir wüsste zumindest ad hoc niemand einfallen, deswegen würde ich behaupten, ja, kenne ich nicht. Ja, ja. Da bin ich einfach, aber bei mir ist es auch tatsächlich so krass, dass wir können uns jetzt streiten und allerspätestens morgen, also wir können uns jetzt bis aufs Blut streiten, spätestens morgen wäre es für mich, gut, aufs Blut dann vielleicht übermorgen wäre es für mich gegessen, allerspätestens. Also das ist auch so ein Ding, es gibt halt das, weiß ich nicht, ich bin halt echt nicht nachtragend, weil das hilft halt niemandem was. Ja, ja, ja. Ja, also, bringt ja auch nichts. Also gut, natürlich bis zum gewissen Punkt bin ich schon, aber das verflüchtigt sich dann auch irgendwann. Das ist so, das hält sich nicht lange, sagen wir mal so. Weil es halt auch zu nichts führt. Das ist halt aus der Emotion heraus dann. Und dann, wie gesagt, verflüchtigt sich das relativ
schnell, sag ich mal. Ich bin aber auch je zornig. Das ist halt eben schwierig. Du bist der personifizierte Jezorn. nee, nicht mehr. Da gibt es auch jemanden, der das mehr perfektioniert hat als ich. Kenn ich den? Ja, mein Bruder halt. Ja, okay, mit dem habe ich so lange nicht mehr zu tun gehabt, da kann ich nicht mehr drehen. Da kann ich nicht mehr drehen. Der schafft das in jeder Situation. Also das ist wirklich. Weißt du noch, die Ampel ist rund, der haut das Auto kaputt, weil er gerade schlechte Laune hatte. Ja, 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 ja. Also Tatsache ist es so, habe ich mich so weit, was das Thema angeht, zurückregeln können, dass mir die Art von ihm richtig auf den Sack geht. Dieser Jezorn. Also wirklich, das nervt mich. Ja, aber, wobei ich tatsächlich, ich habe gerade mal so reagiert, ich glaube, ich bin tatsächlich beide. Ich glaube, es ist gar nicht mehr viel Jezorn, sondern es ist bei dir auch viel reinsteigern in das jeweilige gut oder schlechte Gefühl gerade. Ja, ich lass mich halt gerne ein doch. Das hört sich zwar lustig an jetzt, so wenn ich da auch drüber lache, aber eigentlich ist es scheiße. Ist übrigens nicht gut für ihn als Gamer, weil dadurch wird er alles andere als besser. Er ist nicht der gute Pro-Player, sondern er ist eher der Wut, ich bin ein Noob und weiß nicht, wie ein Controller in die Hand nehmen muss. Ja, ich bin so der, ich mach jetzt aus. Typ. Ja, genau. Ach ja. Aber ich finde, lasst mal eure, wir müssen unbedingt mal ein Forum schaffen. Ich mach mal ein Patreon, Freunde. Wenn ihr die Folge gehört, haben wir ein Patreon, da könnt ihr dann schreiben, da könnt ihr unsere Meinung zutragen, das habt ihr dann alles in die Shownotes, den Patreon-Link, und dann könnt ihr mal eure Meinung zu Ewiger Liebe, weil das würde mich tatsächlich mehr interessieren zu Willen, also Held oder Bösewicht, aber sowas wie Ewige Liebe oder so, das, was ihr davon haltet, würde mich mehr interessieren, deswegen könnt ihr dazu gerne mal was da lassen. Ansonsten sagen wir sind cool, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Wir sind cool.